Hallo meine sehr geehrten Damen und Herren. In diesem Video stellen wir die Frage, ist bei Wohnungseigentümergemeinschaften Geiz eigentlich immer geil? Hintergrund der Frage ist der Sanierungsfall. Wir haben eine Sanierungssituation und statt ordentlich drangegangen und eine Gesamtsanierung, so wie vorgeschlagen, wird nach dem Reibeplätzchenprinzip hier ein bisschen geflickt und da ein bisschen geflickt und es geht weiter mit dem Verfall des Baus. Hinterher wird dann der Schaden umso größer und wer ist schuld? Natürlich der arme Verwalter. Was ist passiert? BGH aus dem Jahre 2019, 21.11. ist die Entscheidung, Balkonbrüstungen bröseln, sind marode. Der Verwalter tut alles, was er tun kann. Er schaut sich das an, er bestellt mit Einverständnis der Wohnungseigentümergemeinschaften Gutachter, weil nicht klar ist, wo die Schadenursachen liegen. Und weil auch nicht klar ist, wie man am besten saniert. Der Gutachter klärt diese Fragen. In der nächsten Eigentümerversammlung ist das Gutachten Thema. Und was machen die? Wie schon gesagt, die beschließen nicht die Komplettsanierung, sondern die machen es nach dem Reibeplätzchenprinzip. Hier ein bisschen geflickt, da ein bisschen geflickt und Schluss. Ja, es passiert das, was passieren muss. Der Verfall geht weiter. Jahre später geht es dann gar nicht mehr, weil wir auch bauordnungsrechtliche Probleme kriegen mit dem Betreten der Balkone und so weiter. Und jetzt kommt die Wohnungseigentümergemeinschaft und verklagt den Verwalter. 219.000 Euro Schadenersatz, meine Damen und Herren. Ach du liebes bisschen. Ja, ist für viele in vielen Fällen deutlich ruinös. So, die Instanzen haben gesagt, nö, Schadenersatz ist nicht, weil ihr Eigentümer, ihr wusstet ja Bescheid, der Verwalter hat euch ins Kenntnis gesetzt, ihr habt es behandelt, der Gutachter war bei euch, ihr kennt das Gutachten, ihr habt es trotzdem nicht beschlossen, selbst schuld. Der BGH, man höre und staune, eben schon gesagt, Urteil vom 21.11.19, sieht das anders. Der sagt nämlich, der Verwalter hat natürlich und selbstverständlich die Pflicht, Erhaltungsmaßnahmen vorzubereiten. Das heißt, er muss gucken, wie ist der Bau beschaffen, ist eine Instandhaltung, ist eine Instandsetzung notwendig, wo liegen die Ursachen für die aufgetretenen Baumängel und wie sieht das Sanierungskonzept aus, wie sehen die Angebote aus, all das muss er in einer Kette von Sanierungsbeschlüssen als Antrag der Versammlung vorlegen. Hat der auch gemacht. Aber als dann diese Reibeplätzchenphilosophie kam, hat das nicht mehr getan in den Folgeversammlungen. Ja, hat das nicht mehr getan, weil er sich möglicherweise gesagt hat, mein Gott, ist das mein Haus? Ist das mein Eigentum, was ich bewusst verfallen lasse? Ich habe doch alles getan. Wer nicht will, der hat schon. Oder was? Ja, sagt der BGH, oder was? Du Verwalter hättest auch dann, wenn die Eigentümer hätten wissen müssen oder positiv auch gewusst haben, da ist was im Argen, das muss angefasst, das muss saniert werden, immer wieder darauf hinweisen müssen. Du hättest sagen müssen, in der Versammlung im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr, hier bitte schön, Gutachten ist noch nicht abgearbeitet. Ihr wisst es, das saniert sich nicht von selbst, das gibt weitere Schäden, also macht was. Und wenn die Eigentümer dann gesagt hätten, nö, wollen wir nicht, weil man kann ja auch am falschen Ende Geld sparen, nur dann wäre der Verwalter außer Obligo. Also, der BGH sagt, du Verwalter hast die Pflicht, immer wieder darauf hinzuweisen, hier ist ein erhaltungswürdiger Zustand, hier ist eine Sanierungsbedürftigkeit. Darauf können Eigentümer generell vertrauen und davon gibt es keine Ausnahmen, auch dann, wenn die möglicherweise schon Bescheid wissen. Meine Damen und Herren, Quintessenz aus diesem Fall, man muss quengeln als Verwalter. Ja, man muss jedes Jahr von vorne kommen und sagen, hallo, hier, Achtung, so wie vorgetragen. Okay, nachzutragen ist, was gilt jetzt nach der WEG-Reform? Wir haben gesagt, dieser BGH-Fall stammt aus dem Jahre 2019 als Urteil und damit eben nach altem Recht. Jetzt haben wir aber die WEG-Reform 2020, was gilt denn heute? Meine Damen und Herren, dasselbe. Ja? Nach altem Recht und danach hat der BGH geurteilt, der Paragraph 27 Absatz 1, Nummer 2 WEG, alt, da steht nämlich immer auch ausdrücklich drin, du Verwalter musst die notwendigen Vorbereitungen
für die Erhaltung, sprich Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungseigentums treffen und gefasste Beschlüsse umsetzen. Das steht zwar heute nicht mehr so ausdrücklich im Gesetz, unterfällt aber, wie uns der Gesetzgeber ausdrücklich in seinen Gesetzgebungsmaterialien, das ist eine Art Kommentierung, wenn man so will, wissen lässt, dem neuen Paragraphen 27 Absatz 1 Nummer 1 WEG in aktueller Fassung. Deswegen, meine Damen und Herren Verwalter, Quintessenz, Quengeln nicht vergessen. Ansonsten hat man tatsächlich ein Problem und das braucht man gar nicht. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zusehen. Bleiben Sie am besten gleich bei uns, wenn es Ihnen gefallen hat. Teilen Sie uns, abonnieren Sie uns. Vergessen Sie den Button mit dem Glöckchen nicht. So setzen Sie die Automatik neuer Informationen, neuer Filme in Gang. Für heute alles Gute und viel Spaß beim Verwalten und beim Wohnen.